Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch, hier kommt Alex von Die Toten Hosen in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hier kommt Alex von Die Toten Hosen, das Ganze im Mai 2022 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, die Vinyl ist zusammen erschienen mit dieser Ausgabe, und zwar der Ausgabe des Rolling Stone. Die widmet sich hier aktuell den Toten Hosen. Ich gehe mal davon aus, es ist dem kommenden Best-of-Album gewidmet, der Toten Hosen. Alles aus Liebe, 40 Jahre die Toten Hosen. Das erscheint ja am 27. Mai. Und anlässlich dazu hat man sie hier aufs Cover gepackt. Und es gab zu dem Magazin auch noch diese exklusive Vinyl dazu. Ja, Ausgabe, wo lesen wir es? Genau hier. Ausgabe, wenn es mal fokussiert, 331 im Mai 2022. Und zwar gibt es hier auch noch kurz die Info. Hier lesen wir es. Hier kommt das Vinyl, ein Stück für die Sammlung. Nach Queen nun die Toten Hosen auf 45 Umdrehungen. Der Handelsausgabe des Rolling Stone liegt eine exklusive und nur bei uns erhältliche Vinyl-Single der Toten Hosen bei. Ein Reissue von Hier kommt Alex mit Achterbahn auf der Rückseite. Deshalb kostet die Mai-Ausgabe 99 statt 97. Abonnentinnen haben die Wahl. Sie konnten und können die Single wie immer formlos für 2 Euro bei unserem Abo-Service bestellen. Ja, so viel dazu, wie ich an diese Vinyl gekommen bin, beziehungsweise wie sie zu mir gekommen ist. So, wir haben hier das Cover. Hier lesen wir die Toten Hosen. Hier kommt Alex. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir lesen hier Rolling Stone exklusives Vinyl. Und dann gibt es hier auch noch die Info. Wir haben hier 2 Tracks auf der A, also auf der Vorderseite. Hier kommt Alex und auf der Rückseite Achterbahn. Dann die Infos, die Credits und hier dann noch weiteres Artwork. Und wenn wir uns dann die Vinyl anschauen, dann sieht die so aus. Das hier ist die A-Seite mit dem Track Hier kommt Alex. Und auf der Rückseite dann, ja, jetzt habe ich sie falsch rum, die B-Seite mit Achterbahn. Jawohl! Das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die eben gezeigte Vinyl, diese Single Vinyl mit den 2 Tracks. Hier kommt Alex und Achterbahn. Das Ganze, wie gesagt, gab es hier in Kombination mit dem Rolling Stone Magazin Ausgabe Mai. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Single bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Toten Hosen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.